Also, jetzt sind wir im Morello Loft 82, genau in Daden blenden wir noch ein. Und der Grund dafür ist, dass der Home eigentlich für Leute mit vielen Sonderwünschen zu wenig Gewicht hat. Der hat 5,8 Tonnen und die sind fast ausgereizt. Deswegen ist uns ein Satz gelegt worden, wenn man Interesse für so ein Fahrzeug hat und viele Extrawünsche einbauen will, dann sollte man sich einen Loft zulegen. Und den schauen wir uns jetzt mal an und können damit was da lernen von uns. Wir sind schon richtig Morello erfahren. Naja. Aber noch nicht, die sind noch nicht begeistert. Helle übertreibt. So, also da haben wir hier das Fahrerhaus. Das sitzt man sehr schön. Man muss natürlich dazu sagen. Man muss dafür sagen, du wolltest wieder, bevor alles eingestellt ist. Ne? So, hier sind schon die Busspiegel dabei, von denen ich ja an sich gar nicht so begeistert bin. Das Fahrerhaus sieht von Morello sehr schön aus. Und es ist auch hier vorne nicht so ein weites Ambiente, wie das bei vielen integrierten Wohnmobilen ist. Das ist eben einfach der Unterschied zwischen Liner und einem integrierten Wohnmobil. Das Fahrzeug kann man haben. Mit einer Luftfederung, mit 300 Liter Frischwassertank, mit 200 Liter Abwassertank, mit 200 Liter Fäkalientank und mit 200 Liter Dieseltank. Und den Dieseltank braucht man auch, denn das, was wir jetzt so gehört haben, muss man rechnen mit einem Verbrauch zwischen 15 und 18 Liter. Naja, die haben schon mehr auf 18 Liter tradiert, ja. Nein, das war die höchste Aussage. Ja. Also die niedrigste war zwischen 13 Liter, ja, die aber vermutlich nicht so hundertprozentig zutreffend sein wird. Aber es ist, also ich sag mal, 15 plus muss man rechnen, je nachdem wie man fährt. Also mit 90 ist natürlich etwas weniger, aber man muss damit rechnen einfach. Und deswegen auch ein 200 Liter Tank, den sind nicht mehr dauernd bei der Tankstelle. Aber es ist auch ein Kostenfaktor, den man einfach mitkalkulieren muss. Wir reden hier von einem Fahrzeug mit 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Das ist natürlich schon eine Ansage. Ja. Entsprechend auch der Preis, der hier in einer richtig guten Vollausstattung bei unter 300.000 Euro liegt. Ja. Ja. Und das muss man einfach sagen, wenn man das will. Dann kostet es den Anschaffungspreis und dann kostet es auch natürlich auch den Unterhaltspreis. Und der Unterhaltspreis ist höher, als wenn man eine Fiat Ducato als Basisfahrzeug hat. Das ist ganz logisch. Ja, das muss man wissen und das muss man wollen, wenn man sowas macht. Auf jeden Fall sieht das Fahrerhaus schon mal sehr edel aus. Und es ist jetzt hier die Barversion. Das heißt, da ist der Tisch an der einen Seite. Und den kann man natürlich ausziehen. Ja, dass man den aufstellen kann, damit man ja... Wenn man zu mehrerer Personen ist, ja. Oder ist der immer nur so? Nö, also ausziehen kann man auf jeden Fall. Also, hier haben wir die Barversion. Also ausziehen kann man den auf jeden Fall, ob man den drehen kann und so weiter, das müsste man sich dann natürlich schon noch genauer erklären lassen. Ja, aber ihr seht, wir haben uns da hier schon mal ein bisschen häuslich eingerichtet. Also, die Uzi hat auch abgelegt, es war jetzt so unwohl, fühlt sie sich nicht. Es ist sehr, sehr warm hier drin. Hier haben wir das Heckbett, das Hubbett. Hubbett. Das können wir jetzt nicht einfach runter machen. Nein, ich weiß, das mache ich hier jetzt auch nicht. Ja. Und man muss hier sagen, die Schrankklappen, die hier sind, die sind sehr groß, die sind also sogar drei Fächer. Ja, na, da kriegt man schon einiges unter. Also das ist eine tolle Morello-Lösung. Ich muss schon sagen, also ich bin von dem Morello immer mehr überzeugt davon. Man sieht also hier auch wieder
Dreifachschränke und hier auch das Ausgussbecken. Ja, das ist ja allgemein ein wenig größer, ja. Das ist ja ganz klar. Das Fahrzeug ist ja auch, ist die schwer. Und das für Material. Ja, und das ist ja schwer, kein Wunder, und ist der so schwer. Mann, das ist ja eine richtige Steinplatte. So, drauf. Der Fanzier ist hier noch nicht drinnen. Was die zwei Haken sind, ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft, aber... Verdopflammen sicher nicht. Nein. So, und dann haben wir hier einen großen Kleiderschrank. Erstmal hier diese Kühl-Gefrier-Kombination und hier ist jeweils ein Mikrowelle eingebaut. Backofen kann man sich extra einbauen lassen. Ja, und der Vorteil ist, dass es hier ein Kompressor-Kühlschrank ist. Ja, eben, und deshalb ist hier ja auch die mit Mikrowelle anscheinend. Richtig, ja? Oder mit Heißluftbackofen. Ja, also das ist extra. Ja, ja, das wäre auch preis. Ja, ja, die hier ist ein sehr großer Schrank. Also aha, da kriegt man schon einiges unter. Ja, finde ein paar Brille, die man da noch reinmachen muss, aber da geht man. Ja, das ist ja, also das ist das kleinste Problem. Vor allen Dingen musst du halt anders sortieren, weil hier ist ja eine Kleiderstange. Da braucht man ja Kleiderstangen. Muss man halt anders sortieren, das ist doch kein Problem. Ja, und die Schränke und alles, das ist natürlich wie gehabt, alles sauber verarbeitet. Das ist ja ganz klar. Sehr geräumig. Ja, ja, klar. Also es ist alles etwas größer als beim Home, das muss man ganz klar sagen. Ja, aber es sieht sehr schön aus. Also mir gefällt es gut. Kann man nicht meckern. Fliegegitter, alles da. Wunderbar. Regale, sehr schön. Dann schauen wir ins Bad. Ja. Was natürlich meines Erachtens ein nettes Gimmick ist bei Morello oder was eigentlich für mich normal wäre, was viele aber trotzdem nicht wissen, das ist, dass man die Tür zu beiden Seiten aufmachen kann. Eigentlich sollte das in einem Wohnmobil eine Selbstverständlichkeit sein, aber nicht jeder Hersteller hat es drauf. Nein, also wir haben es ja in unserem Wohnmobil und ich finde es praktisch. Kann jetzt zwar auch nicht so aus dem Stegreif sagen, in welcher Situation, auf jeden Fall finde mir das gut. Wir nutzen das oft. Ja, ja. Mhm. Und die Firma Hümer hat sich das wieder abgewöhnt, sowas zu machen. Leider. Mhm. Okay. So, dann schauen wir mal, wie das Badezimmer aussieht. Okay. Matthias hat eine schöne geräumige Toilette. Mhm. Also die ist wirklich mit groß. Mit Fäkaldank natürlich. Mhm. Und auch eine Spiegelfront und ein Dachfenster, wie es auslangt. Denn ein Seitenfenster braucht man auf der Toilette nicht unbedingt. Nee, lieber nach oben als wir auf so die Seite. Also ich schaue nicht zum Fenster raus, wenn ich auf dem Thron bin. Und hier ist auch in der Mitte noch mal eine Dachluke. Ja, dafür. In der Dusche ist überall eine Dachluke. Nein, in der Dusche ist nicht. Keine. Das hat sich jetzt gespiegelt. Nicht unbedingt notwendig. Nein. Aber hier hat man wieder, im Vergleich zu manchen Herstellern, wie wir schon berichtet haben, sogar die Möglichkeit geschaffen, dass man hier auch ein Duschshampoo abstellen kann, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ja. Und dann haben wir hier den geräumigen Schlafbereich. Da sieht man hier die Oberschränke und man sieht auch, dass das Fenster ziemlich weit hinten ist, so wie es eigentlich noch okay ist. Also da braucht man nichts versetzen lassen und einen zweiten Fernseher kann man hier auch anbringen. Ja, und das Dachfenster gibt es in verschiedene Größe, oder? Ja. Die kann man sich verschieben. Und hier haben wir auch das Foliesystem. In den Home-Modellen ist serienmäßig ein Lattenrost. Und gegen Aufpreis ist dieses Foliesystem einsetzbar. Hier ist richtig feste Matratze mit Foliesystem vorgesehen. Da schauen wir nochmal ins Bad rein. Da sieht man also die großen Schränke. Und es ist genügend Platz, auch von Unterschränkseite her. Also Ussi, alles in allem ein tolles Fahrzeug. Ja. Aber sie machen halt Tonnen. Ist natürlich schon ein Gewicht, natürlich, gell? Und ist eine Ansage, und ist eine auch Ansage, was den Verbrauch und alles andere anbelangt. Ja, genau.
So, also hier stehen wir vor dem Loft von außen. Und wie gesagt, natürlich ist das Fahrzeug auch von der Größe her etwas höher. Das hat 3,42 Meter, 45. Mhm. Ob jetzt mit Antenne oder ohne, das weiß ich gar nicht. Aber um die 3,50 Meter muss man rechnen natürlich. Und der einzige Vorteil, so ein Loft sich zu kaufen gegenüber einem Home, ist, liegt darin in der Zuladung. Ja. Mhm. Und ob jetzt 5,8 Tonnen oder 7,5 Tonnen, das macht dann auch von den Beschränkungen her relativ wenig aus. Ja? Außer mal bei Reisebeschränkungen, bei Straßen, aber das sind auch die meisten Beschränkungen, die man mit 5,8 Tonnen hat, die aber dann bei 7,5 Tonnen in der Regel auch. Ja. Ja. Mhm. Jetzt schauen wir mal, was er für Klappen von außen hat. Da ist hier eine, vorne eine Durchlademöglichkeit gegeben. Also das ist gedacht hauptsächlich dafür, dass man gerade Möbel oder sonstige Dinge reintun kann. Ach so, weil die Garage etwas klein ist. Ja. So ein großes Fahrzeug und eine kleine Garage. Wir waren noch gar nicht bei der Garage. Sie passt das alles nicht, habe ich den Eindruck. Mir ist einfach ein bisschen zu groß. So, und hier haben wir jetzt das Preisschild. Der ist jetzt hier in der Ausstattung, wie man jetzt gezeigt haben, hat er 284.000 Euro Preis mit all diesen Extras, die er eingebaut hat. Und man sieht es hier auf dem Bild. Hier ist er als normale Version im Bild eingezeichnet, aber wir waren jetzt gerade in der Bar-Version. Also da gibt es verschiedene Versionen. Und diese normale Situation, die normale Ausstattung ist Face-to-Face. Okay. So, hier haben wir dann verschiedene Fächer. Gastank ist auch mitkalkuliert in dem Preis, den wir haben. Und da haben wir die Heckgarage und da sieht man schon, dass die deutlich größer ist als bei dem Home, obwohl es wohl die gleiche Länge ist. Auf die andere Seite kommen wir natürlich nur begrenzt hin, denn die Messeplätze sind knapp. Was es auf jeden Fall auch gibt, ist ein Servicezugang zur Fäkaltoilette. Zum Fäkaltank oder ja. Ja, wie wir es ja schon bei anderen Mobilen vorgestellt haben, wenn da mal eine Verstopfung vorliegt, dass man dann das dann auf die Schnelle selbst beseitigen kann und dass man die wieder normal benutzen kann. Ja, wäre sonst etwas nicht so toll, wenn man dann nicht mehr auf die Toilette könnte. Das blöd wäre das. Ja, genau. Also so eine Vorrichtung müsste, ist natürlich klar, dass die da sein muss. Also wir haben euch jetzt dann hier mit zwei Morellos gezeigt. Und jetzt meine persönliche Meinung, ich habe eigentlich dieser Home, hat mich sehr interessiert, auch mit den zwei Schränken, die der noch hinten drinnen gehabt hat beim Schlafzimmer. Ich fand einfach das Raumkonzept etwas ansprechender. Aber wenn ich den kalkuliere, und zwar Fahrzeug sollte ja dann schon so ausgestattet sein, wie man sagt, damit habe ich mir meine gesamten Wohnmobilwünsche erfüllt. Dann hätten wir noch, ich glaube, 400-500 Euro Kilogramm Zuladung und da bringen wir unsere Mobilfahrräder und alles Mögliche nicht in dieses Gewicht mit rein. Das wäre verdammt knapp, ja. Ja, und das vermisst einen dann wieder die Fahrfreude. Also insoweit ist für uns im Moment eine 5,8 Tonnen Lösung gar nicht denkbar. Nein. Eine 7,5 Tonnen Lösung, die rückt das ganze Projekt noch weiter in die Entfernung. Und wir freuen uns weiterhin an unseren 4,5 Tonner Hümer. Ja, genau. Mit dem wir eigentlich auch gut zurechtkommen, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen auch Treibstoffverbrauch. Also ja, das ist ja auch ein Thema, oder? Also wir fahren den Hümer in der Regel ohne AdBlue mit 10 bis 11 Liter Treibstoff-Dieselverbrauch. Ja. Und das, obwohl ich ja auch schon immer 100 fahre auf der Autobahn. Wenn ich da etwas auf 90 runtergehe, dann wird sich das vielleicht auch noch mal ein bisschen reduzieren. Also im Prinzip sind wir nicht schlecht ausgestattet, das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber es bleibt trotzdem ein Traum,
eine Morello zu haben. Ja, und Träume darf man ja, oder? Genau, so haben wir die Serie jetzt auch angefangen, mit Träumen sind erlaubt, ja. Und wir werden uns das Träumen auch nicht nehmen lassen. Nein. Und was eine Realisation angeht, das wird man die nächsten Jahre einfach sehen. Ja, genau so ist es. Und wir hoffen, es hat euch gefallen, die Vorstellung von dem Morello. Ja, das war jetzt übrigens ein ziemlich schnell Durchgang. Weil auf der Messe ist natürlich einiges los und es ist hier alles etwas beschränkter zugänglich durch das Corona halt einfach. Ja, und wir sind heute auch am Samstag auf der Messe, also es ist viel Betrieb. Wir wollen natürlich auch den Betrieb hier nicht behindern, dass die Leute, die Kunden hier rein können und sich die Fahrzeuge anschauen können, ist ja logisch. Ja, und ich meine, jede Klappe braucht man ja auch mit Aufmacher. Ihr habt ein Konzept gesehen von dem Morello. Braucht sich selber reingehen und wer sich interessiert, der kommt halt selber hierher. Der muss sich sowieso selber kundig machen. Genau. Es ist einfach ein Überblick. Also in dem Sinne. Dann macht's gut. Ja, ciao. Tschüss.